Jetzt kommen die besten vier und da ist der letzte Österreicher. Michael Heiböck, die letzte Chance des ÖSV-Teams auf das Podium. Er muss sich steigern zu der guten Weite aus dem ersten Durchgang. Jetzt auch noch eine noch bessere Landung. Sprung ist wieder gut. War super, hoch, da hebt ab, super, hebt ab, super. Und jetzt ja, hat er die gepasst. Landung. Also da. Ah, der war perfekt. Also der war perfekt. Da jetzt 19, 19, 5 und auch wenn er 20er ja. dabei ist, kannst du auch nichts sagen. Es ist 3x19, 0 und 2x18, 5. Das war sehr gut. Also der hat heute zwei super Sprünge gemacht und jetzt. Ein wunderschöner Sprung ohne Wackel auch bei der Landung. Für mich 18, 5 fast zu wenig. Da leicht denkst du, ja, eben, das. War wirklich, hat ihm leider war das Vorteil vom ersten Durchgang nur wegen da, wie es ausschaut. Aber passt 129 super. Meter, das reicht einmal, um vorne zu bleiben. Also der vierte Platz wird es in jedem Fall. 5,9 Punkte vor Severin Freund.